Meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Nur heute gibt es wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel, die so nicht für ein ganzes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen einzelnen verrückten Telefonaten. Guten Tag. Wen habe ich denn da? Hallo, schönen guten Tag. Tag. Spreche ich mit dir, Rainer? Sieht so aus. Wie bitte? Sieht so aus. Herr Rainer, also ich heiße Nancy Müller aus dem Global Finanzmarkt, ja? Nancy Müller, hm? Sie haben sich gerade bei uns registriert, richtig? Möglich. Ja, also, lieber Tier, ich sehe in meinem System, dass Sie Interesse für Online-Trading gezeigt haben, ja, meistens für vollautomatische System, richtig? Mhm, okay. Okay, also ich bin da, um weitere Schritte Ihnen richtig zu helfen. Damit können wir Ihr Konto Aktivierung tätigen. Okay. Okay, dann sagen Sie mir, haben Sie unsere Werbung schon gesehen, richtig? Welche Sie Werbung? Haben Ihre Daten dort eingelassen. Aha, gut. Also, ich will informieren, dass wir haben verschiedene Beträge für unsere Kunden. Damit können Sie Ihr Konto Aktivierung tätigen, okay? Aha. Haben Sie schon Betrag gewählt oder noch nicht? Nee. Aha, also ich werde Ihnen helfen, damit können wir zusammen Ihre Kontoaktivierung machen. Aha. Also, lieber Tia, wir haben drei verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten. Unser niedrigster Betrag ist 250 Euro. Es gibt auch Möglichkeit für 500 Euro. Mhm. Und für 1000 Euro, ja? Okay. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen. Hm. Am Anfang, also ich will auch informieren, dass für 500 und für 1000 geben Sie auch Bonusgeld. Ja, damit können Sie am Anfang mit unserem Bonusgeld einfach probieren, um zu sehen überhaupt, was ist das und wie können Sie weitermachen im Finanzmarkt und überhaupt, gefällt das Ihnen oder nein? Aha, okay. Okay, also wie ich schon verstanden habe, Sie sind noch Anfänger in diesem Bereich, richtig? Und Sie haben keine Erfahrung. So sieht's aus. Wie bitte? So sieht's aus. Entschuldigung, ich höre Ihre Stimme nicht so gut. Sie hören Ihre Stimme nicht so gut? Ich höre Ihre Stimme jetzt schon gut. Ja? Ja, genau. Herr okay. Rainer, also sagen Sie mir, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen. Was ist denn da besser? Jetzt wären das 50 Euro vielleicht. Ja, ist das am besten? Wie bitte? Ist das am besten? Es ist nicht am besten, sondern es ist unser niedrigster Betrag. Ich habe gedacht, dass wir anfangen, das ist gut. Ja, Sie können einfach mit niedrigster Betrag anfangen, um zu sehen, überhaupt, was ist das. Und was ist am besten? Wie bitte? Was ist denn am besten? Also, Sie wollen, dass ich anbiete, welche Möglichkeit ist besser? Na, ich möchte die beste Möglichkeit benutzen. Okay, also Sie können mit 500 anfangen, damit wir von Sie auch Bonusgeld kriegen, ja? Wenn das am besten ist, dann machen wir das so. Wie bitte? Wenn das am besten ist, dann ja. Okay, dann sagen Sie mir, welche Zahlungsmethoden Sie benutzen. Wie meinen Sie das? Welche Zahlungsmethoden? Visa-Karte oder Mastercard? Ach so, ja, hab ich. Visa? Ja. Okay, und haben Sie genug Geld auf Ihrer Visa-Karte? Wie meinen Sie das? Ich meine, haben Sie genug Geld, damit können Sie Aktivation tätigen, ja? Habe ich auf meinem Konto, ja. Aber meine Visa-Karte, die benutze ich ja als Kreditkarte. Da ist dann dementsprechend nichts wie drauf. Wie bitte? Hallo? Sie sagen ja gar nichts mehr. Hallo? Herr Rainer, hören Sie mich? Ja. Ja, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Nee. Nee? Warum? Warum? Ja. Ja? Na, warum denn? Warum denn? Herr Rainer, also wissen Sie doch, es ist so interessant. Morgens, wir haben also noch eine Registrierung gemacht mit einem schönen Namen, die einfach passt in unser Profil, ja? Jetzt, ich möchte doch wissen, was ist Ihre ehrliche Name, Herr Rainer oder Herr... Ich möchte einfach diesen Namen auch nicht lesen, ja? Warum? Was gefällt Ihnen denn an meinem Namen nicht? Einfach, ich möchte doch wissen, gefällt Ihnen, wenn Ihnen jemand schimpft? Ja. Ja? Mhm. Dann, wie ich habe schon am Morgen gesagt, Sie sind behindert, wissen Sie doch. Habe ich vergessen. Vergessen? Dann ich sage Ihnen noch einmal, Sie sind behindert. Tschüss. Okay, dann hören wir uns ja nachher bestimmt wieder. Ja, also sehr herzallerliebst, dieses Callcenter. Tja,
Also ihr ist wohl aufgefallen, wieder mal durch eine Kollegin, die im Hintergrund ihr was verraten haben muss, also so wie es sich hier zumindest angehört hat, dass ich mich da wohl nochmal mit der gleichen Telefonnummer eingetragen habe unter einem neuen Namen, den sie nicht gerne aussprechen möchte. Tja, so weit, so gut. Nur, tja, wenn da nicht das Problem wäre, dass sie sich hier als Mitarbeiterin einer angeblichen Tradingbank wohl dann nicht so gut benimmt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Tja, und das sollen die professionellen Trader sein, die euch euer Vermögen irgendwie vermehren sollen, wie auch immer die das machen wollen. Ich find's immer wieder interessant, aber solche Leute rufen halt eben bei euch an, wenn ihr eure Daten einmal im Internet falsch irgendwo eingetragen habt. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr, wie geht es Ihnen? Ganz schnuckelig. Wie kann ich denn behilflich sein? Wie bitte? Wie kann ich denn behilflich sein? Sie müssen das Gerät aktualisieren. Ach so, das mit dem Update. Aber geht nicht. Da kommt ja nichts auf eurer Seite. Was ist das Problem? Na, da kam nichts. Brauchen Sie Hilfe, oder? Ich denke. Vermutlich. Woher kommen Sie? Von draußen. Wie bitte? Von draußen. Welchem Land? Ach so, Germanü. Welches? Germanü. Germany? Oder Germany? Ja. Bacchu, tia Germany bolna bina to tia. Was? Was muss ich machen? Nur ficken. Was? Tschüss. Nein, was ist denn jetzt mit dem Update? Loslassen. Was? Loslassen. Wie? Wo kriege ich denn jetzt das Update? Fragen Sie Ihre Opa. Wie meinen Sie das? Fragen Sie Ihre Opa. Na, ich dachte, man kriegt bei euch das Update. Ja, dass man da kein Update kriegt, ich glaube, das ist auch so klar. Da brauchen wir den netten Herrn nicht dazu. Aber schön, dass man die auch mal, ja, weiß ich nicht, auf Kakerlakisch hier hört. Tja, das sind halt die netten Inder, die wahrscheinlich auch mit dieser Microsoft-Betrugsmasche zu tun haben. Die haben sich jetzt einfach noch was Neues ausgedacht. Die ziehen ihren Betrug jetzt einfach noch zusätzlich mit Update-Angeboten durch, um dann da das, was auch immer zu tun im Hintergrund. Naja, in der Regel geht's ja auf jeden Fall immer um eure Kohle am Ende. Aber schon irgendwie Wahnsinn. Hier wird man mittlerweile auch schon von den Betrügern erkannt. Guten Tag. Hallo, Herr Korn. Ja. Hi, mein Name ist Riesi an. Hören Sie mich? Ja. Ja, Sie haben vorhin eine Anmeldung bei uns getätigt für Online-Trading. Ist das richtig, Herr Korn? Das kann sein. Das kann sein? Aber wieso das kann sein? Ja, waren mehrere Firmen. Ach so, also Sie haben sich auf mehreren Wahlen angemeldet gehabt. Okay. Sache ist, wo haben Sie sich genau angemeldet? Also waren Sie irgendwo auf der Werbung oder haben Sie was per E-Mail bekommen? Weil wir können das im System nämlich nicht sehen. Na, das habe ich über Facebook. Über Facebook. Okay. Herr Gott, haben Sie bereits Erfahrungen mit? Nee. Haben Sie noch nicht. Aber Sie haben Interesse, ja? Ja. Okay. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit für mich haben, werde ich Ihnen erklären, wie das Ganze abläuft. Und danach können Sie mir gerne ein paar Fragen stellen, ja? Also ich bin erstmal der Account Manager und ich bin dafür da, um Ihr Handlungskonto zu aktivieren. Um Ihr Handlungskonto zu aktivieren, müssen Sie einmal 250 Euro drauf einzahlen. Diese 250 Euro, das ist auch das Geld, womit Sie dann auch handeln werden. Ja? Das heißt, es ist keine Gebühr oder irgendwelche versteckte Kosten. Nach der erfolgreichen Einzahlung bekommen Sie einen Fachmann von uns, beziehungsweise einen Broker. Der Broker würde für Sie eine technische und fundamentalische Analyse erstellen, die nach Ihren Zielen angepasst sein wird. Und Sie werden gemeinsam mit dem Broker versuchen, Ihren Ziel zu erreichen. Ja? Denn wir verdienen Geld nur, wenn Sie Geld verdienen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel in eine Aktie oder Kryptowährung oder was auch immer Geld investiert haben und haben zum Beispiel 100 Euro Profit erzielt und dann möchten Sie das Geld auszahlen. Bei der Auszahlung bekommen wir dann 5% von der ausgezahlten Summe. Ja? Das bedeutet, dass wir sozusagen daran verpflichtet sind, Ihnen auch die bestmögliche Beratung zu geben,
damit sie auch die entsprechenden Gewinne erzielen können. Ja? Was sagen Sie dazu, Herr Kott? Haben Sie noch ein paar Fragen? Na, wie heißt denn die Webseite? StocksViews. Ach so. Ja, was heißt denn das, ach so? Naja, ist ja auch nur eine von den kriminellen Seiten mit schlechter Bewertung. Wo haben Sie denn schlechte Bewertung bei uns gefunden? Im Internet. Echt? Können Sie mir das vielleicht unserem Support-Deal leiten? Weil die haben Sie nicht gesehen. Nee, haben Sie nicht gesehen, dann müssen Sie mal auf Google gehen und Ihren Namen eingeben. Ja, dann mache ich das jetzt eben sogar. Mhm. Und wo genau? Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber man sieht es ja in den Ergebnissen von Google. Ja, ich finde tatsächlich nichts Schlechtes. Gar nichts. Nee, die schreiben alle, sie zahlen kein Geld aus. Wieso sollten wir das nicht tun? Ja, weil sie das klauen wollen und behalten. Okay, und Sie meinen auch, dass alles, was Sie im Internet lesen, entspricht doch der Wahrheit. Und außerdem, wenn... Nee, sonst würde ich ja Ihnen nicht glauben. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Also, ich würde gerne dann vielleicht den Link davon bekommen. Vielleicht finden Sie das ja nochmal, denn ich könnte Ihnen auch Links schicken, wo ich diese Bewertungen nicht sehe. Ja, die gefakten Bewertungen dann, ja. Okay, und wozu haben Sie denn eine Anmeldung getätigt? Ja, ich habe ja vorher nicht gewusst, wo ich rauskomme. Und dann kam da die Betrügerseite. Aha, okay. Ja, Sie wissen aber schon, dass es eine schwere Anschuldigung ist, uns jetzt als Betrüger darzustellen. Nee, Sie sind kriminell. Echt? Ja, Sie helfen bei dem Betrug, damit machen Sie sich mitstrafbar. Ich werde wissen, was Sie mir jetzt über meine Arbeit erzählen, aber das was Neues nicht. Ja, aber ich würde mir an Ihrer Stelle ganz schnell was Vernünftiges suchen. Das ist doch nicht seriös. Was denn nicht? Nur Ihr Job. Wenn Sie der Meinung sind, also ich dann sehe ich tatsächlich leider keine Zusammenarbeit im Blick und werde auch gerne diesen Gespräch beenden. Aha, na dann beenden Sie das mal gerne. Alles gut. Tschüss, Betrügerin. Tja, aber so ist es. Sobald man deren Namen googelt, wird's einem schon schlecht. Ja. Angeblich hat sie es ja selber nicht gesehen. Freundlich geblieben ist sie ja hier schon. Auch wenn sie ziemlich bestimmt war. Aber am Ende ist es nichts anderes als all die anderen Firmen, die hier auf der Leitung anrufen. Als erstes haben sie keine Anruferlaubnis. Das heißt, die rufen hier ohne Double Opt-in und ohne meine Einwilligung, ja oder überhaupt ohne mein Wissen an, dass dieser Anruf bald zustande kommt. Man trägt seine Daten bei irgendeiner Werbung ein und später klingelt einfach so das Telefon. Ohne dass ich nach einem Anruf gebeten habe oder darüber überhaupt nur im geringsten informiert wurde. Nicht mal danach, nachdem ich die Daten eingetragen habe. Tja, und dann erwarten die tollen Mitarbeiter, dass man da auch noch zufrieden ist mit dem Angebot. Ja, und sobald man da mal nach dem Namen googelt, ist es in den allermeisten Fällen ja schon direkt so, dass es einem sofort schlecht wird bei den Kommentaren, die man dazu liest. Und das ist eigentlich auch vom Prinzip das Sicherste, was man machen kann, wenn man irgendeine neue Firma überprüfen möchte, die man noch nicht kennt. Einfach mal bei Google eingeben und mal schauen, was da so für Ergebnisse bei rauskommen. Wenn das Gleichgewicht ins Ungleichgewicht gerät, dann weiß man doch schon, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Tja, den Betrügern ist das egal. Die überlesen das Ganze natürlich auch immer. Kennt man ja nicht anders. Aber letztendlich ist ja auch verständlich. Die wollen ja an eure Kohle kommen. Also ignorieren sie alles, was ihr da so sagt. Naja, machen wir mal mit dem nächsten Telefonat weiter. Guten Tag. Ja, hallo schön, guten Tag, Herr Zog. Ja, der Herr Herzog, der war hier gefragt. Tja, der Mitarbeiter hat direkt wieder aufgelegt. Warum, kann ich euch nicht genau sagen. Kann sein, dass er nochmal angerufen hat. Naja, auf jeden Fall haben die ja die schlechtesten Telefonleitungen bei den Betrüger-Callcentern, die man sich vorstellen kann. Und auch die Technik von denen ist seltenst irgendwas Modernes. Und ganz einfach, denn ihr arbeitet ja mit Betrügern zusammen. Und die wollen sich natürlich ganz, ganz schnell aus dem Staub machen, wenn so ein Callcenter mal hops geht. Es ist natürlich auch logisch, dass man da nicht die modernste und beste Technik zu stehen hat. Denn wenn das Callcenter irgendwann mal von den Behörden platt gemacht wird, dann wäre ja die ganze gute Technik weg. Von daher kaufen die Betrüger ziemlich gerne auf eBay selbst ein und ja, kaufen gebrauchte Telefonanlagen und Callcenter-Telefone. Tja, so funktioniert das eben. Und dann haben sie da solche Leute dran, die direkt wieder auflegen. Keine Ahnung, woran das jetzt bei dem gelegen hat. Tja. Kommt aber immer mal wieder vor, wenn die Betrüger anrufen. Guten Tag. Ja, hallo. Ja. Spreche ich mit Herrn Aufgang? Mhm.
Hallo, ich grüße Sie. Leon Hallo. Bergmann hier. Beziehungsweise Sie hatten sich registriert, um online mit der Software zu handeln, korrekt? Ja, genau. Und zwar haben Sie schon mal am Finanzmarkt gehandelt oder wäre das Ihre erste Erfahrung? Bis jetzt noch nicht. Okay. Und haben Sie vielleicht Interesse an einem bestimmten Markt oder einfach generell automatisch zu handeln? Den, wo es am meisten Geld gibt. Okay, also für Sie, beziehungsweise Sie brauchen da keine Erfahrung zu haben oder Zeitaufwand, ja, die Software, die ist, künstliche Intelligenz wird für Sie das ganze Handelsprozess übernehmen, ja. Und in dem Fall müssen Sie einfach die Software mit einer beziehungsweise Aktivierungssumme anschalten oder aktivieren und damit somit wären wir bereit anzufangen. Haben Sie vielleicht eine Crypto-Wallet, Kryptobörse? Nee. Okay. Ja, normalerweise ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise haben die meisten Kunden eine Kryptobörse. Wir benutzen das als die Zahlungsmethode. Heutzutage ist es am einfachsten, schnellsten, ja. Außerdem ist es ja für Sie privat und Sie zahlen da auch mit den Krypto keine Steuern, ja, falls Sie das Geld dort behalten. Und es ist ja sehr schnell. Sie werden das einmalig registrieren. Das werden Sie dann später für immer haben, für sich selber, für persönliche Überweisungen und so weiter. Ja. Also ich werde Ihnen dabei helfen, eine Kryptobörse zu eröffnen, ja, damit wir die Überweisung machen. Und zwar, Sie können gerne, ich kann Ihnen das gerne alles beziehungsweise erklären, wie Sie das machen. Das dauert ja in der Regel nur 10, 15 Minuten. Falls Sie gerade Zeit haben, können wir das schnell machen, damit wir dann morgen bereit wären, um fortzufahren. Weil die Registrierung ja, nachdem Sie sich registriert haben, dauert in der Regel 24 Stunden, bis es abgearbeitet wurde. Ja. Aber das ist nur einmalig. Wie gesagt, das wird nur einmalig sein und später haben Sie das für immer. Ja, das ist wie eine Eröffnung eines Bankkontos. Genau. Der Markt hat eigentlich gerade, verfolgen Sie eigentlich den Kryptomarkt überhaupt oder vielleicht in den Nachrichten? Also haben Sie das nicht bei den Nachrichten oder so gesehen, dass Bitcoin gesunken ist, gefallen ist, beziehungsweise? Okay, kein Problem. Beziehungsweise der Kryptomarkt ist eigentlich sehr stark gesunken innerhalb der letzten 2 Wochen. Und gerade gibt es eine sehr große Gelegenheit, wo der Markt jetzt auf einen sehr wenigen Wert hat, ja, dass wir das ausnutzen, um ja den Markt verholen, ja, auszunutzen. Also, der Aufgang. Hallo? Ja. Ja, also, wären Sie soweit? Womit? Was meinen Sie denn? Ja, dass Sie die App herunterladen, damit Sie die Kryptobörse für Sie erstellen. Was denn für eine App? Crypto.com. Das ist eine App? Ja, klar. Dann gucke ich mal. Das ist so eine blaue App. Ja, genau. Das ist die blaue App. Daneben steht bei BTC, ETH, beziehungsweise Ethereum. Können Sie direkt finden. Ja. Und jetzt? Okay, installieren Sie die App. Okay. Welche Bank benutzen Sie denn? Wie meinen Sie das? Also mit welcher Bank werden Sie die Überweisung machen? Verstehe ich nicht. Auf einer Bank sitzt man doch. Doch, das verstehen Sie. Welche Bank benutzen Sie, um die Überweisung zu machen? Sie meinen welches Geldinstitut? Ach so, okay. Klugscheiße. Schönen Tag noch. Arschloch. Manchmal frage ich mich wirklich, was das Ziel ist, dieser Betrüger. Geld verdienen oder ja, Leute verprellen und überall einen schlechten Ruf hinterlassen. Also ich versetze mich mal in die Lage eines Betrügers. Da will ich doch nicht erwischt werden, oder?
Und ich möchte doch auch nicht auffallen. Und selbst wenn der Kunde denkt, ich bin Betrüger, versuche ich es doch irgendwie, ja, sauber aufrechtzuerhalten, das Bild von der tollen Tradingbank. Naja, aber die Betrüger hier am Telefon geben sich irgendwie in den allermeisten Fällen da überhaupt keine Mühe. Denen ist absolut egal, ob die da seriös rauskommen aus dem Gespräch oder nicht. Sobald die wittern, dass da kein Geld mehr kommt, tja, dann haben wir die Reaktion wie hier in diesem Video. Einfach krass. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Hallo, hier spricht Dorothee aus dem Heldenthal-Team. Mit wem spreche ich denn bitte? Na, mit denen, denen Sie angerufen haben. Wie ist denn dein Name? Dann kann ich das auch verifizieren. Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Spreche ich mit Peter Pumpernickel. Richtig. Du hast dich ja bei uns für das Trader-Karriere-Programm beworben und für jetzt auch den Termin gebucht. Habe ich das? Okay. Ja, das ist laut meinen Unterlagen der Fall. Passt es denn gerade bei dir? Ja, erstmal heißt es Sie. Wir haben generell, wir duzen uns alle. Mich nicht. Wenn Sie möchten, kann ich natürlich gerne Sie sagen, ist kein Problem. Passt es Ihnen gerade? Ja. Okay, prima. Dann stelle ich mich vielleicht kurz bei Ihnen vor. Mein Name ist, wie gesagt, Dorothee und ich arbeite bei Heldenthal in der Personalabteilung. Und ich führe mit jedem, der sich bei uns als Trader bewirbt, ein erstes Vorgespräch. Ganz einfach, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Ich würde gerne aus Qualitätszwecken dieses Gespräch aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Mache ich auch. Okay, perfekt. Erstmal vielen Dank, Herr Pumpernickel, für Ihre Bewerbung. Ich bin neugierig. Haben Sie denn schon Erfahrung, konkrete Erfahrung im Trading? Nee. Also Sie wären ein Starter? Ja. Okay. Was finden Sie denn so faszinierend am Trading? Gar nichts. Warum haben Sie sich dann hier beworben? Einfach mal so zum Gucken. Einmal einfach so, um zu gucken. Ja. Haben Sie denn Interesse daran, bei uns als Trader ausgebildet zu werden und kapitalisiert zu werden? Nee. Warum habe ich Sie dann heute Abend angerufen? Warum haben Sie sich beworben? Darf ich die Frage stellen? Na, weil ich mal gucken wollte. Ich glaube, dann sprechen wir das Gespräch jetzt hier ab. Ja, warum denn? Ich habe nicht das Empfinden, dass Sie wirklich Interesse haben, bei uns im Programm zu starten. Ja, aber ich habe das Interesse, dass Sie oder das Empfinden, dass Sie illegal arbeiten. Das tun wir ganz sicher nicht. Und wie gesagt, an dieser Stelle breche ich das Gespräch jetzt ab. Ah, also wie die anderen Betrüger. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Bewerbung. Ich danke Ihnen für die Bewerbung. Dann ist es ja schon mal klar, dass Sie Betrüger sind. Und alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja, mal der Betrugsversuch auf einem neuen Niveau. Also hier hat sich's ja tatsächlich mal seriös angehört und es war hier tatsächlich auch mal eine deutsche Betrügerin, so wie es sich jetzt erstmal auf den ersten Blick angehört hat. Seriöser macht's das Ganze natürlich am Ende nicht. Aber naja, zumindest haben die sich jetzt hier ordentlich Mühe gegeben, das Ganze irgendwie seriös klingen zu lassen. Ich meine, die war ja jetzt dann doch schon etwas gehobener am Telefon. So sollte eigentlich ein Bankgeschäft auch laufen. Naja, bis auf das Du. Das war hier völlig fehl am Platz, finde ich. Wenn es um Geldgeschäfte geht, dann duzt man sich nicht. Und eigentlich hieran erkennt man auch schon, dass an dieser Firma definitiv irgendwas nicht stimmen kann. Denn eine Bank fängt nicht an, euch einfach mal so zu duzen. Also, da steht's auch nirgendwo in den AGBs, dass sowas mal passieren könnte. Und das ist auch definitiv nicht das normale Geschäftsgebaren von einer, ja, von einer Bank. Naja, aber was soll man da großartig zu sagen, ne? Betrug bleibt Betrug, auch wenn es hier mal eine etwas, tja, andere Version von dem Betrug war. Herzlich willkommen bei der Kräuterhexe. Was kann ich denn tun? Hallo? Ja, das war mal wieder so eins von den Fail-Gesprächen, wo dann kein Gespräch zustande gekommen ist. Dafür habe ich euch jetzt noch ein Gespräch mitgebracht, das so hätte gar nicht zustande kommen dürfen, weil ich dem Mitarbeiter von vornherein verboten habe anzurufen. Er tut's trotzdem. Sag mal, hast du irgendwie einen Leitenschuss? Ich hab dir verboten, mich nochmal anzurufen. Aber Sie haben mir selbst angerufen. Nee, ich rufe ja nicht ein. So, und du unterlässt es jetzt. Ich werde von dir hier nicht mehr angerufen. Einen schönen Tag. Fick dich. Rufen Sie mich.
Ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe euch mal noch ein paar kurze Anrufbeantworter-Ausschnitte mitgebracht von den Fails, denen den Mitarbeitern da so passiert ist. Ganz zum Schluss habe ich da noch was Interessantes für euch. Hallo. Hallo. Ich rede mit Wolfgang Gutwasche. Hallo. Hallo. Herr Wolfgang. Hallo. Ja, das sind alles Gespräche, die auf meiner Mailbox gelandet sind. Und nicht wirklich Sinn ergeben. Tja, die Betrüger scheinen wohl gerne Hallo, nach dem Piepton zu machen. Aber gut, jetzt haben wir noch was mitgebracht, was ein bisschen interessanter ist. Hier sind wieder eure Sprachkünste gefordert und vor allem der Name, den ihr im Hintergrund der Aufzeichnung hört, der war übrigens auch schon von mir. Das heißt, die Mitarbeiter aus diesem Callcenter haben wir dabei erwischt, währenddessen sie hier anrufen, wie sie sich schon über den nächsten Eintrag von mir lustig machen. Fuck it. Wo bin ich? 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 Tja, höchst interessant, was da so in diesen Callcentern los ist. Aber wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was die so in ihrer Landssprache gesprochen haben und was das für eine Landssprache ist. Also ich bin ja vor Albanisch, ja, korrigiert mich da gerne. Aber schon Wahnsinn. Tja, auf jeden Fall haben wir da für gute Laune, glaube ich, gesorgt in dem Callcenter. Aber dass das dann nicht seriös ist, ich glaube, das haben sie da von alleine wieder verraten. Tja, nur Pech, dass das auf unserem Anrufbeantworter gelandet ist. Naja, gut für uns. Da kann man mal reinhören, was da sonst so im Hintergrund los ist. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, es gibt auch relativ neu die Kanalmitgliedschaften auf dem Kanal hier. Den Button dazu findet ihr direkt unter dem Video oder in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.